EnterJS ist eine Konferenz für JavaScript-Entwickler, die in einem großen Unternehmen arbeiten und da eben Großprojekte betreuen und mit einem festen Projekt arbeiten müssen, vielleicht auch auf was aufbauen, was schon da ist und nicht immer die Chance haben, auf der grünen Wiese anzufangen. Wir haben das Konzept ähnlich gehalten wie letztes Jahr. Wir haben wieder Vorträge zu aktuellen Themen. Und da ist natürlich besonders zu nennen React und Angular 2. Wir haben das auch in den Workshops angeboten. Wir haben mehr Workshops gehabt als letztes Mal. Also wir hatten dieses Jahr, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder zwei Keynotes. Zum einen Katie Roberts von der BBC, zum zweiten Laurie Voss von NPM. Also halt Katie Roberts ging es um Microservices in einem Migrationsprojekt, was sie da eben für Erfahrungen gemacht haben. Und bei NPM, ich meine, das ist der Package Manager für JavaScript und für Node schlechthin. Die JavaScript-Szene, das ganze Ökosystem, entwickelt sich wahnsinnig schnell und da entstehen halt auch ständig neue Frameworks. Heute Morgen sagte jemand in einem Talk, alle 16 Minuten kommt ein neues JavaScript-Framework raus. Und für nächstes Jahr ist das auch, glaube ich, was sich halt noch dramatisch fortsetzen wird. Dass einfach mehr in der JavaScript-Szene hat in den vergangenen Jahren sehr viel Professionalisierung stattgefunden und dass das eben noch sehr stark weitergehen wird. Auch neu sind die Thementische. Leute haben gesagt, sie würden sich gerne besser kennenlernen, schneller ins Gespräch kommen. Dafür haben wir Thementische eingerichtet, wo sich Leute zu gleichen fachlichen Themen treffen konnten und dann einfach austauschen und schnell ins Gespräch kommen konnten.